Einen wunderherzlichen guten Abend, Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, und willkommen zu diesem Knorkström, den wir liebevoll die Bagger-Crew nennen. Hallo. Es ist nicht Riser. Es war nie Riser, es wird nie Riser sein. Aber ich mag die Musik halt. Hallo. Ich lebe. Ja, mir fehlt der Hut. Und die passende Haarfarbe, meines Wissens nach. Warte, ich guck noch mal. Und ein Klemmerchen im Haar. Und die Oberweite. Hallo, Misa. Also im Prinzip fehlt mir eigentlich alles, um Riser zu sein. Uff, Details. Okay. Wie geht es euch? Ich empfinde. Ja, Oberweite. Reiser hat Oberweite, ich nicht. Irgendwie total schläfrig. Achso, okay. Brauchst einen Kessel. Alles andere ist Deko. Das kriege ich hin. Ich habe gerade Apfelcrumble gegessen. Die Portion ist etwas größer ausgefallen. Das war der ganze Rest von gestern. Nun. Ich habe ja vorgestern, gestern nicht, gestern war doof, gestern war mein Internet auf einmal weg. Dafür habe ich Döner bekommen. Das war gut. Ich habe ja vorgestern, das sagst du, vorgestern davon geredet, dass ich ja aus meinem großen Kishi-Paket gerne was zusammenstellen wollen würde, um es als Geschenk, was heißt als Geschenk, ne, es heute als Gewinnspiel rauszuhauen. Und ihr wollt, glaube ich, nicht wissen, was für Schuhe ich mir gekauft habe. Habe ich nebenbei aus Frust gekauft, das weiß ich noch. Weil ich kein Sushi bekommen habe. Ich habe ein kleines Päckchen zusammengestellt. Eigentlich ist es ein Schuhkarton. Und als ich mir den Schuhkarton ausgesucht habe, habe ich gedacht, boah, als ich klein war, gab es eine Aktion, die hieß Weihnachten im Schuhkarton. Bei uns ist es heute eine Backer-Mer- oder Merchandise im Schuhkarton. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Da ist jetzt viel cooler Kram drin. Na toll, im Stream fast eingepennt. Da ist halt viel, viel, viel cooler Kram drin und den würde ich heute gerne verlosen. Das Problem ist nur, jetzt habe ich den so schön zusammengestellt. Ich weiß aber noch gar nicht, wie ich den verlosen will. Ich bin halt sehr intelligent. Ich zeige euch schon mal ein bisschen Inhalt. Also alles zeige ich euch nicht. Es soll ja auch ein bisschen Überraschung sein. Das Wichtigste, was drin ist, eine Visitenkarte. Ja. Die fand ich ganz besonders wichtig. Serientechnisch ist hier drin, es ist ein bisschen Disney drin. Nummern ziehen. Ich weiß nicht, kann unser Bot sowas? Da bräuchte ich jetzt eigentlich mal den Kilion. Ob man, keine Ahnung, wenn man. Die Visitenkarte ist allgemein wichtig, ja. Ja, deswegen es ist auch die gute Momo-Visitenkarte. Da. Ja, ein bisschen hell. Da. Hi, ich bin Rosa Pfirsich. Ne? Wenn kriege ich da schon den coolen Zweck. Obwohl, ich finde die von Chris eigentlich am coolsten, weil da Himeko drauf ist. Es ist ein bisschen Sword Art Online drin. Es ist ein bisschen Love Life drin. Kram von Serien, die ich nicht kenne. Und es ist Briefpapier drin. Warum Briefpapier mit drin ist, wovon ich dachte, etwas von der Sau. Ne? Und es teilen sich hier drin das normale Love Life und Love Life Sunshine ein bisschen Platz. Ne? Also wir haben hier voll gutes, voll cooles Disney Zoom Zoom. Es ist so hell. Es ist so hell. So, ne, Disney Zoom Zoom Briefpapier.
Dann haben wir ein. Eigentlich müsste ich das aus Prinzip behalten. Ein Handysaubermachtuch. Nee. Passwort online. Noch komplett original eingepackt. Originalpreis 400 Yen. Den habe ich mit dabei gesteuert, weil ich denke, es gibt vielleicht irgendwo einen Ort, wo er es besser hat als bei mir. Weil hier vergammelt er nur in einer Schublade und ich finde ihn ganz niedlich. Auch wenn er eine Weihnachtsmütze trägt und gar nicht mehr Weihnachten ist. Dieses Paket ist Weihnachten. Noch mehr SAU. Ein Anhänger. Dann habe ich hier so ein kleines niedliches Mini-Stoffposter aus New Game. Fand ich auch ganz süß. Phil! Hallo! Visitenkarte hatten wir schon. Noch mehr. Ihr seht langsam, worauf das hinausläuft, oder? Ne? Da ist halt viel Kleinkram drin. Oh, der ist kaputt. Oh, verdammt, das habe ich nicht gesehen. Den muss ich aussortieren. Der ist kaputt gegangen beim Transport. Warte, wir machen mal weiter. Der ist auch ganz cool. Da kannte ich jetzt die Serie nicht. Aber ich fand den Anhänger ganz toll. Und das ist ein bisschen überbelichtet. Das liegt an meinen Lichtverhältnissen hier. Ein bisschen was One Piece-mäßiges habe ich auch noch mal mit drin. Kommen wir zu den Main Dishes. Einmal den aus Love Live. Ne? Jetzt Chibi-Figur. Die ist sehr süß. Würde ich eigentlich erst behalten. Und dann. Aber die noch. Mit Ständer natürlich. Und da belichtet das gleich sich aus. Oh. Ah ja, genau, und das hier noch. Ach, ganz schnell die Figur wieder hinlegen. Ich habe immer Angst, dass sie kaputt geht. Da ist ein Kästchen. Da ist was drin. Und was da drin ist, erzähle ich euch nicht. Ha! Das müsst ihr dann selbst herausfinden, wenn ihr es gewinnt. Ne? Also viel, viel cuter Kram. Ne? Alles wieder ganz schnell hier rein. Jetzt komme ich auf die Idee, es doch noch behalten zu wollen. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Sachen gewinnen. Ja, Sachen gewinnen. In einem, ne? Wir machen die Bagger, also ne, Bagger-Crew im Schuhkarton heute. Ne? Ihr könnt einen Schuhkarton voll mit Anime-Stuff gewinnen. Aber schade, mir ist vorher nicht aufgefallen, dass dieser total coole Anhänger kaputt gegangen ist. Ja, der war echt voll cute. Aber er ist kaputt. Doof. Aber gut. Ne, das ist halt daran, wenn man ein großes Paket hat, was. Kurz Kishi in a Box, ja genau. It's Kissy in a Box. Sachen sind natürlich alle Secondhand. Oder Kissy's Life in a Schuhschachtel. Die Sachen sind alle Secondhand, kommen aus einem Nichtraucherhaushalt und im Prinzip aus einer Sammlungsauflösung. Weil, wenn man einen neuen Lebensabschnittsgefährten bekommt, muss man auf einmal. Alle seine, ne, fängt man auf einmal an, sein ganzes Leben zu hinterfragen und löst auf einmal seine gesamte Anime-Sammlung auf, Figurensammlung auf. Was mich daran erinnert, ich kriege noch zwei Androids. Ich hoffe, ihr denkt dran. So, ne? Wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich mir Sorgen gemacht. Habe ich mal gehört. Ist hier noch irgendwas, was man mit reinlegen könnte? Außer Chaos. Nee, nur Chaos. Oh, den habe ich. Guck mal, so viel Chaos auf meinem Schreibtisch. Da findet man immer coole Sachen. Das ist ein. Den behalte ich.
Der ist aus dem Pokémon Center. Damals war die sechste Generation noch in. Das macht man nicht, doch gibt Menschen, die tun das. Die lösen ihre gesamte Sammlung auf, nur weil sie in einer neuen Beziehung sind. Kann man jetzt finden, wie man möchte. Ne? Wir überlegen uns noch was. Ne, auf jeden Fall Schuhkarton mit Anime-Krams. Das ist Shitbull. Wenn es nicht in meinem Bekanntenkreis jetzt genauso passiert wäre, würde ich das auch sagen. So. Legem. Nee, Legem hat noch keinen Sound. Jetzt hat Legem Sound. Aber ich habe noch keinen Legem Sound. Jetzt habe ich Legem Sound. So, ich trinke mal eben meinen Tee aus. Schaffe ich nicht. Verdammt. Damit wollte ich mal Cola einschütten. Wir waren das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass ja, wie gesagt, ne, ich krieg aus dieser großen Sammlung noch zwei Nendroids aus Persona. Die gucken wir uns dann ganz in Ruhe an, wenn sie mal hier angekommen sind. Ne? Ich muss ihn noch mal demnächst dran erinnern, dass ich dafür Geld bezahlt habe. Und zwei Artbooks kriege ich noch. Ich glaube, das aus 3 und 4. Die habe ich mir aber noch nicht bezahlt. Das muss ich noch machen. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir waren das letzte Mal stehen geblieben. Genau, ne? Dass der Killer leider Maya immer noch entführt hat und wir jetzt in der Bredouille stehen, dass wir nicht wissen, wie wir jetzt weiter verfahren sollen, um unseren Fall, also ne, wir müssen halt noch mehr Zeit finden, damit Maya gerettet werden kann, denn die ist ja dummerweise entführt worden von ja, einem Profi-Auftragsmörder. Ja, ne, ist halt nicht besonders smart. Also, der Auftraggeber. Der Mörder scheinbar schon etwas eher. Ich habe nämlich langsam das dumpfe Gefühl, dass solange wir dieses Funkgerät mit uns rumschleppen, wir da doch ordentlich überwacht werden. So, das nehmen wir einfach ein Putztuch. Nee, das brauche ich nämlich jetzt noch eben, sonst sehe ich nämlich nichts. Also meine Haare sind nebenbei heute nass geworden, ergo machen die heute, was sie wollen. Gewöhnt euch dran. Wow. Jetzt müssen wir Frau von Karma um Hilfe bitten. Genau. Weil. Ja, Bettmoha-Tag. Weil der gute Inspektor Gamschuh, oder Gamsho, wie ich ihn ja immer liebevoll nenne, einen Autounfall hatte. Und wir ihn jetzt finden müssen. Ich habe dementsprechend Hoffnung und so. So. Leb wohl, Wandel. The Last Turnabout. Erstmal. Das Gericht ist wieder versammelt. Ich nehme an, beide Parteien sind bereit. Genau, und wir werden heute das Good- und das Bad-Ending zeigen. Das ist auch korrekt. Ja, euer Ehren. Ja, euer Ehren. Ich kann verstehen, warum die Verteidigung so reagiert. Aber warum wirken Sie auch so verstört, Herr Edgeworth? Es ist nichts, euer Ehren. Was ist nur los mit Edgeworth? Es sieht so aus, als ob gerade etwas Unerwartetes passiert ist. Also gut, Herr Edgeworth,
würden Sie bitte dem Gericht die Ergebnisse der Analyse der Handschrift von Frau Inpex Abschiedsbrief mitteilen? Ja, Euer Ehren, leider. Wir haben herausgefunden, dass dieser Abschiedsbrief eine Fälschung ist. Ja, was? Was wollen Sie damit sagen, Herr Ashworth? Ja, weiß nicht. Also, vielleicht, dass der Brief nicht von Frau Infex geschrieben worden ist, unter Umständen. Der Brief ist nicht von Frau Infex geschrieben worden. Das ist eine Fälschung. Sag ich doch. Ruhe, 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 Herr Edwards, erklären Sie bitte, was hier vorgeht. Wenn der Brief nicht von Frau Inpex geschrieben würde, von wem denn dann? Wir würden mehr Zeit für die Analyse, für eine genaue Analyse benötigen, aber es sieht so aus, als ob es die Handschrift des Opfers, Herr Juan Corrida, ist. Herr Corrida. Na sowas. Anscheinend hatte Frau Inpex niemals einen Abschiedsbrief hinterlassen. Sie hatte niemals etwas über Engarde geschrieben. Aber, Euer Ehren, auch wenn dieser Abschiedsbrief eine Fälschung ist, kann Herr Engarde das nicht gewusst haben. Die Tatsachen bleiben also bestehen. Unter der Annahme, dass der Brief echt sei, hat er seine Inbesitznahme geplant. Das klingt sehr plausibel. Diese Theorie, worin Engarde nicht wusste, dass der Brief eine Fälschung war. Irgendetwas wirkt da nicht ganz richtig. Ja, irgendwas wirkt da nicht ganz richtig. Die Verteidigung denkt, dass die Theorie der Anklage der Aussage widerspricht. Wenn alles, was die Anklage bis jetzt nachgewiesen hat, wahr ist, dann hätte Herr Engarde wissen müssen, dass es eine Fälschung war. Na, wo haben wir's? Wie heißt das gleich wieder? Eine Videokamera, Euer Ehren. Nun, eine sehr kleine, aber... Oh, das ist richtig, eine Kamera. Ah, die heutigen Kinder und ihr Spielzeug. Edward, du behauptest vorhin, Herr Engarde hätte von diesem Brief gewusst, weil er das Opfer ausspioniert hätte. Ist das richtig? Wenn das wahr wäre, dann... Hätte Herr Engarde sicherlich gewusst, dass das Opfer den Brief gefälscht hatte. Also wusste der Angeklagte, dass der Brief eine Fälschung war? Wenn das stimmt, dann hat sich die Situation dramatisch verändert. Genau, Euer Ehren. Die Theorie der Anklage bezüglich Herrn Engardes Mordmotiv, sie hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Aber, Euer Ehren, es ist nicht so, als hätte Herr Engarde Herrn Corrida 24 Stunden am Tag überwacht. Das Opfer hätte den Brief an einem Ort schreiben können, den Herrn Engarde nicht kannte. Nun zurück zu dir, Edward. Warum beweist du nicht, dass das Opfer die Fälschung an einem unbekannten Ort gemacht hat? Ja. Ruhe, 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 Herr Edward. Es sieht so aus, als wären Sie diesmal derjenige, der sein eigenes Grab geschaufelt hat. Ich dachte es mir schon. Hä? Sie dachten es sich schon? Wie ich es mir dachte. Es lief letztendlich darauf hinaus. Herr Edgeworth, das ergibt keinen Sinn. Als die Ergebnisse der Analyse der Handschrift bekannt waren, dachte ich, es könnte so sein. Die Frage ist, was jetzt? Was jetzt? Wenn die Anklage Herrn Engardes Motiv nicht durch Beweise nachweisen kann, dann müssen wir es eben anders versuchen. Nun, da stimme ich mit Ihnen überein. Euer Ehren, die Anklage will jetzt gerne einen Zeugen in den Zeugenstand rufen. Oh, nun, das ist gut.
Aber dieser Zeuge ist ein wenig ungewöhnlich. Edgeworth stottert. Das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ungewöhnlich? Nun, was für eine Art Zeuge ist es, Herr Edgeworth? Dieser Zeuge ist einer, der die folgende Frage absolut klar beantworten kann. Wer hat Shelley the Killer für den Mord angeheuert? Das ist unmöglich. Wer zum Teufel? Es gibt niemanden, der diese Frage beantworten kann. Ja, Herr Edgeworth, wer ist denn dieser Zeuge? Ja, sagen Sie's. Wer ist es? Gott, ich werde ganz nervös. Wer könnte denn dieser Zeuge sein? Der Mann selbst. Herr Shelley the Killer. Oh, Herr the Killer. Moment! Shelley the Killer? Aber Sie meinen den Killer? Ich meine den Profimörder? Ja, Euer Ehren. Er kommt hierher, in den Zeugenstand? Nun ja, gewissermaßen. Ich weiß, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, darum frage ich Sie um Erlaubnis. Nun, Herr Wright? Ja. Ist das in Ordnung? Habe ich denn eine andere Wahl? Ich kann wirklich nicht mehr viel tun, um den Prozess in die Länge zu ziehen. Die Verteidigung hat keine Einwände, Euer Ehren. Ich frage mich nur, ob man so etwas wirklich tun darf. Nun, also gut. Die Anklage ruft den Zeugen in den Zeugenstand. Edgeworth, bleibt uns wirklich keine andere Möglichkeit? Wieso wissen die überhaupt, wo er ist? Und warum ist er hier? Also gut, Zeuge. Ihren Namen und Ihren Beruf bitte. Okay, Sir. Mein Name ist Shelley the Killer und ich bin ein professioneller Mörder. Was Sie nicht sagen? Was geht hier eigentlich vor? Euer Ehren. Wie können Sie so ruhig bleiben? Und was bedeutet dieses Funkgerät? Es wurde mir gerade geliefert, Euer Ehren. Und es kam mit einer Bedingung. Solange wir die Quelle nicht zurückverfolgen, sagt der Killer vor Gericht aus. Darum ging es also in dem dringenden Anruf vorhin. Oh nein, das geht nicht. Das kann ich in meinem Gericht nicht zulassen. Vor allem wissen wir nicht sicher, ob es wirklich Herr der Killer selbst ist. Zeuge, bitte beweisen Sie, dass Sie wirklich Shelley der Killer sind. Ich verstehe. Einen Augenblick bitte. Ich habe solchen Hunger. Maya! Maya! Eine Stimme. Herr Wright, können Sie damit irgendwas anfangen? Die Verteidigung hat keine Einwände gegen diese Person. Wir sind überzeugt, dass dieser Mann wirklich Shelley der Killer ist. Anscheinend hat gerade wieder eine unerwartete Wendung stattgefunden. Nun, es sieht so aus, als hätten wir unter diesen Umständen keine große Wahl. Also gut, Zeuge. Es gibt eine Sache, die ich gerne klären würde, bevor wir über Weiteres sprechen. Und die wäre: Sie haben auf Wunsch Ihres Auftraggebers Herrn Juan Corrida umgebracht, richtig? Es ist, wie Sie sagen, ich habe Herrn Corrida umgebracht. Ah. Nun, da diese Frage beantwortet ist, kommen wir zum Namen Ihres Auftraggebers. Gut. Das ist alles nur ein böser Traum, ja? Das ist ein böser Traum. Shelley the Killer. Was wird er sagen? Es gibt etwas, das ich erst erklären muss. Für einen Mörder ist das Vertrauen zwischen ihm und den Klienten das Wichtigste. Und das ist der Grund, weshalb ich mich heute hier im Zeugenstand befinde. Es ist wichtig, dass Sie das Prinzip verstanden haben, bevor ich den Klienten nenne. Herr der Killer ist anscheinend ein sehr schlaues Bürschchen. Ich würde fast sagen, er hält uns zum Narren. Damit du siehst, dass ich, das ist nur eine Visualisierung, dass du siehst, dass dadurch wer spricht, Hide. Beachte das gar nicht, ne? Das ist halt nur, damit du nicht die ganze Zeit auf was Statisches guckst. Obwohl das so aussehen könnte, als wäre er unser Feind, sagt Herr Killer nur die Wahrheit. Er ist kein Heuchler. Er ist diesem einen Glauben immer treu geblieben. Sie meinen wohl die Sache mit dem Vertrauen zwischen ihm und dem Klienten?
Es handelt sich wohl um eine Art Vertrauen, die Leute wie mir unverständlich ist. Hide, nimm es einfach hin. Ich hinterfrage das auch nicht. Nun, Herr Wright, Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör. Sind Sie bereit, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen? Ja, Euer Ehren. Man kann nie wissen, was kommt. Bleib also ruhig und gelassen, Phoenix. So, nebenbei ein Gesicht imitieren. Das ist der Mund, das sind die Augen. Ne? Deswegen bewegt sich das. Und wenn du mal ganz genau siehst, sieht das sogar teils ein bisschen wirklich aus wie The Killer, weil, guck mal, es hat hier diesen, ne, wie er seine Narbe hier so hat. Das Vertrauen zwischen Ihnen und dem Klienten. Ich biete meine Dienste schnell und effizient an. Im Gegenzug verlange ich von meinem Klienten Diskretion bezüglich meiner Identität. Würden zu viele Personen mein Gesicht kennen, wäre das ziemlich unangenehm. Und deshalb sagen Sie auf diese Art und Weise aus? Es ist das erste Mal, dass einer meiner Klienten des Mordes bezichtigt wurde. Es gilt, den Namen The Killer zu schützen, damit mir meine Klienten vertrauen können. Aber könnte Ihnen nicht jemand in den Rücken fallen und so das Vertrauen brechen? Es ist noch nie geschehen. Aber würde das passieren? Ja. Dann wäre diese Person nicht mehr lange mein Klient. Sie würden bestimmt... Das ist genug, bitte aufhören. Nun gut, das war ohnehin nur eine Hypothese. Ich finde es etwas seltsam. Ich meine, Sie wollen uns den Namen Ihres Klienten nennen. Augenblick. Okay. Ich denke, das hätte ziemlich üble Folgen für diese Person. Das ist mir gleichgültig. Dieser Klient hat die Regeln gebrochen und verstieß gegen seine abgemachte Rolle. Die Rolle. Diese Person versuchte jemand anderen das Verbrechen aus Selbstschutz anzuhängen. Und das ist ein Vergehen, das ich nicht verzeihen kann. Wer gibt Ihnen das Recht, so anmaßend zu sein? An den Gentleman, der gerade sprach, entschuldigen Sie. Würden Sie gerne sterben? Nein, ich habe nichts gesagt. Der Richter sollte besser auf sich aufpassen. Das Vertrauen zwischen Ihnen und deinem Klienten. Oh, deutsche Übersetzung. Please! Tut mir leid, aber ich wundere mich über etwas, das Sie gerade gesagt haben. Sie sagten, Ihr Klient habe bereits die Regeln gebrochen. Eine Person, die einer anderen etwas anhängt, ist das Schlimmste, was es gibt. Und deshalb meinen Sie, Sie können diese Person verraten? Ich habe kein Vertrauen zu jemandem, der seine Rolle nicht erfüllt. Mein Glück. Ein Mörder mit Gewissen. Wer hätte das gedacht? Also gut. Sie alle. Meinen Sie, Sie können meine Logik verstehen? Dieser Fall wird ja immer besser. Wenn dem nicht so ist, können wir leider nicht fortfahren. Alle haben Ihren Standpunkt verstanden, denke ich, ernsthaft. Wenn dem so ist, dann denke ich, kann ich Ihnen die gewünschten Informationen zukommen lassen. Sie haben deutlich gesagt, dass Vertrauen das Wichtigste für Sie ist. Wir sind bereit. Exzellent.
Also gut, die Zeit ist reif, den Namen meines Klienten zu enthüllen, nicht wahr? Was ist los? Ich kann mich nicht überwinden, nach dem Namen des Klienten zu fragen. Wenn du nicht fragen kannst, Wright, dann werde ich das wohl eben tun. Zeuge? Wie lautet der Name Ihres Klienten, der den Mord an Juan Corrida beauftragte? Der Name der Person lautet... Adrian Andrews. Was? Zeuge! Das ist nicht der Name, den Sie mir vorhin genannt haben. Aber ich bitte Sie, wovon reden Sie, Herr Staatsanwalt? Ich denke, ich sollte den Namen meines Klienten nennen. Und der lautet Adrian Andrews. Was? Das kann nicht sein, am Telefon vorhin. Was geht hier eigentlich vor? Ich denke mal, Herr De Killer ist Herrn Edwards gerade in den Rücken gefallen. Er ist Edwards gerade in den Rücken gefallen? Ich bin mir sicher, um vor Gericht angehört zu werden, sagte ihm Herr De Killer einen anderen Namen. Matt on Guard vielleicht. Ich wusste es. Das ist unerhört. Ich bin hintergangen worden. Dieser Zeuge erzählt eine wirklich schwerwiegende Lüge. Aber Sie haben den Zeugen doch gerade selbst aufgerufen. Sie, Shelley De Killer. Meine Aussage ist die reine Wahrheit. Im Augenblick ist Matt Arengard der Angeklagte. Ist das richtig? Ich möchte nur dabei helfen, seinen Freispruch zu erwirken. Wow. Plötzlich fühlt es sich so an, als könnten wir diesen Fall gewinnen. Ja. Oh, Edgy. Ja, mein armes kleines Edgy-Mausi. Die Anklage konnte kein Motiv vorlegen und hat stattdessen diesen Abschiedsbrief gezeigt, der sich als Fälschung des Abwassers herausstellte. Außerdem wäre es möglich, dass der Angeklagte wusste, dass es eine Fälschung war. Das Wichtigste aber ist, dass der Mörder selbst uns den Namen seines Klienten nannte. Herr De Killers Klient, der den Mord beauftragt, war nicht der Angeklagte. Nein. Aufgrund all dieser Beweise ist es für mich offenkundig, dass Matt on Guard unschuldig ist. Kacke. So wie es aussieht, habe ich ein wenig Verwirrung gestiftet. Diskutieren Sie bitte weiter und sagen Sie mir Bescheid, wenn ein Urteil gefällt wird. Hä? Gerichtsdiener, bringen Sie sofort Adrian Andrews, Frau Adrian Andrews. Was jetzt? Wenn das so weitergeht, wird er gerade für unschuldig befunden. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, Maya zu retten. Ja, aber Edwards hat recht, der Killer lügt. Und on guard, mein Mandant, ich weiß, dass er schuldig ist. Kann ich damit leben, wenn ich hier gewinne? Wer hätte gedacht, dass ein Zeuge der Anklage den Angeklagten entlasten würde? Euer Ehren, diese Anklage bittet um Erlaubnis, den Zeugen weiter zu befragen. Shelley the Killer lügt ganz sicher unter Eid. Ich war es nicht. Hören Sie sie zu, alle, bitte, die Aussage gerade eben, das war eine große Lüge. Frau Andrews, der Abschiedsbrief mag eine Fälschung gewesen sein, aber dieser Mann, Matt, er ist der Grund, warum Celeste starb und Juans Tod, alles nur, weil er in Matts verquere Welt geraten ist. Diese Aussage gerade eben, Sie können mir glauben, Sie können mir glauben, eine furchtbare, schreckliche Lüge. Aber Herr De Killer selbst sagte aus, er hatte sie als seine Klientin genannt. Nein, das stimmt nicht. Es gibt aber einige Beweise, die auf sie hindeuten. Das Messer und der Knopf des Nickel-Samurai-Kostüms. Aber sie haben sogar ein Motiv. Wir wissen, dass Frau Celeste in Pax eine große Rolle in ihrem Leben spielte. Sie wollten in ihre Fußstapfen treten und Rache an denen üben, die sie verletzt haben. Ich würde sagen, sie haben viele Gründe, beide tot sehen zu wollen. Ich? Nein! Herr Wright! Sie?
Sie kennen die Wahrheit. Sie sagen ihnen die Wahrheit. Erzählen Sie die wahre Geschichte. Wer der wahre Mörder ist, sagen Sie es. Bitte, helfen Sie mir. Ja, ich kenne die Wahrheit. Herr Wright? Ja, euer Ehren? Ich denke, wir sind am Ende des Prozesses angekommen. Deshalb bitte ich die Verteidigung um abschließende Worte oder Meinungen. Ich muss mich entscheiden. Nehme ich den Freispruch an und rette Somaya? Oder verwerfe ich diese Chance und warte auf Gamschus neue Beweise? Was soll ich nun tun? Phoenix, ich kann es nicht mehr. Ich kann einen Freispruch nicht akzeptieren. Du bist Anwalt. Ich weiß. Aber Matt on Guard ist ein Killer, ein Mörder. Ich kann nicht. Es darf nicht so er darf nicht so davonkommen und ein anderer wird beschuldigt. Wenn ich zulasse, dass Frau Andrews verurteilt wird, dann bin ich kein bisschen besser als on Guard. Und obwohl ich es nur ungern zugebe, muss ich der Tatsache ins Auge blicken, dass ich nur dank Edwards die Wahrheit kenne. Er hätte on Guard so oft verurteilen können, aber er hat keine einzige dieser Chancen ergriffen. Wenn ich dieses Urteil jetzt annehme, würde ich sein Vertrauen missbrauchen. Sein Vertrauen? Daran hatte ich bisher überhaupt nicht gedacht. Ich vertraue ihm? Ja, das tust du. Herr Wright, Ihre Meinung bitte. Die Verteidigung bittet um die Erlaubnis, Herrn The Killer weiter befragen zu dürfen. Habe ich Sie da gerade richtig verstanden, Herr Wright? Wright? Aber der Zeuge hat mit seiner ihren Mandanten entlastet. Ihre Arbeit hier ist beendet. Ich bin noch nicht fertig. Durch die Lügen der Zeugen die Wahrheit zu erkennen. Das ist meine Arbeit, euer Ehren. Es geht noch weitere Beweise zu untersuchen. Und ich bin mir sicher, wenn diese Beweise hier im Gericht ankommen, wird ein Wunder geschehen. Also gut, der Prozess wird fortgesetzt. Herr Edgeworth, bitte stellen Sie die Verbindung zu Herrn The Killer wieder her. Sofort, euer Ehren. Wurde ein Urteil gefällt? Bevor es soweit ist, würden wir uns gerne nochmal weiter mit Ihnen unterhalten. Worüber? Hallo Mara. Sie brauchen von mir doch nur den Namen meines Klienten. Wozu benötigen Sie mich noch? Nun, wir würden gerne alles hören, was Sie über diesen Fall wissen. So ist der Ablauf der Dinge normalerweise. Wovon redet er normalerweise? Aber worüber soll er denn jetzt aussagen? Herr The Killer, ich würde Sie darum bitten, uns etwas mehr über Ihren Klienten zu sagen. Anwälte und ihre Prozeduren. Ist da verwunderlich, dass niemand gerne ins Gericht geht? Wie ich bereits mehrfach habe, ist Adrian Andrews mein Klient. Aber... Ja, ich verhöre ein Funkgerät. Das Funkgerät ist im Prinzip ein international gesuchter Serienmörder. Assassine. Whatever. Es ist Shelley the Killer. Ne? Ich meine, da ist der Name im Programm. Aber eine Sache, über die ich nicht hinwegsehen kann, ist das Verfälschen des Tatorts. Mein Klient tat es, um jemanden anderen das Verbrechen anzuhängen. Obwohl mein Klient angeblich als erstes am Tatort war und die Leiche entdeckte, wusste Adrian Andrews von Anfang an, dass Juan Corrida tot war. Aber noch schlimmer ist die Sache mit dem Messer und dem Knopf. Ich meine, das meinte ich damit, als ich sagte, mein Klient habe die Regeln gebrochen. Das mussten sie ihm leider versprechen, sonst hat er seine Aussage verweigert.
Genau, und wir dürfen nicht vergessen, ne, er hat Maya entführt. Also machen wir alles, was der Typ sagt, weil wir wollen unser Waifu wieder haben. Eine wirklich unerwartete Wendung zum fünften Mal schon. Dieses Mal wurde jedoch endlich alles aufgedeckt. Einen Augenblick bitte, Euer Ehren. Ja, Herr Edgeworth. Es steht immer noch ein Kreuzverhör. Aber eine Aussage wie diese brauchen Sie doch nicht anzuzweifeln. Was ist mit Ihnen, Herr Wright? Euer Ehren, die Verteidigung wird den Zeugen befragen. Als hätte ich eine Wahl. Huch, warum? Was dieser Zeuge sagte, ist doch nur vorteilhaft für den Angeklagten. Wenn Sie die Aussage genau überprüfen, werde ich die Lügen in der ach so vorteilhaften Aussage aufdecken, denke ich. Ja, sage ich auch, aber das Spiel leider nicht. By the way, ich weise nochmal darauf hin, ne? Wir haben heute Backers im Schuhkarton, ne? Im Laufe dieses Streams oder gegen Ende dieses Streams werde ich unter allen Anwesenden diesen Schuhkarton verlosen. Aber Animal Crossing für die Switch kommt doch erst im März. Wie können die das denn heute schon im Tagesdeal haben? Ja, ist Bagger Crew im Schuhkarton. Eigentlich Kishi in a Box. Wir waren uns noch nicht so ganz sicher, wie wir das nennen. Ne, auf jeden Fall ist da cooles. Es ist was drin, Mara. Und wenn du von Anfang an zugeguckt hättest, wüsstest du auch, was drin ist. Aber wir gucken noch mal rein. Guck mal, da ist auf jeden Fall schon mal ein niedliches Briefpapier drin. Und Figuren und anderer cooler Swag. Der Schlüsselanhänger. Hallo Schli. Guten Abend. Ich wollte meine Kopfhörer nicht aufsetzen. Da kriege ich nämlich Kopfschmerzen von. Ich verstehe einfach nicht mehr, was hier vorgeht. Dann sind wir ja schon zu zweit. Sie sagen also, die meisten Klienten würden so etwas nicht tun? Das ist korrekt. Normalerweise versuchen die meisten, sich ein Alibi zu verschaffen. Sollten Sie meine Dienste in Anspruch nehmen, Herr Anwalt, planen Sie auch Ihr Alibi. Nein. Wie ich bereits sagte, ich werde Ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen. Warum sieht er mich so an, als wäre ich derjenige, der vor Gericht steht? Was ist der Ride? Wenn ich ihn, um mehr Zeit zu schinden, Zeuge für einen Auftrag. Ja. Wie viel verlangen Sie da? Ich sehe, Sie sind ein Mann mit einer schwarzen Seele, Herr Anwalt. Hä? Wenn Sie über ein Geschäft reden wollen, können wir das nach der Verhandlung tun. Ja, nein, 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 nein. Ich dachte doch nicht an einen Auftrag, Herr Wright. Ja. Sie wollen mich umbringen? Sie wollen mich tot sehen, nicht wahr? Was? Warum sollte ich denn entschuldigen, Herr Phoenix? Ich erkläre Sie hiermit für schuldig. Zeugen, machen wir weiter. Warum haben Sie den Namen genannt? Diese Person gehört doch zu Ihren Klienten, oder? Aber jetzt ergibt die andere Aussage auch einen Sinn. Ne? Weswegen, also wenn sie mal ne, in Aufnahme, ne, dann müssen das. 4, 5. Bei 7 funktioniert das nochmal. Angreifen. Und das ist alles, was sie auszusagen haben? Ja, und ich bete darum, nie wieder in den Zeugenstand gerufen zu werden. Wieder? Sie wollen also weitermachen.
Ich muss. Denn es gilt noch einen Nachfolger zu finden, den vierten Nachfolger. Wie wäre es eigentlich mit einem neuen Leben, Herr Anwalt? Wie bitte? Nein. Ich bin glücklich, wirklich. Sind Sie das wirklich? Ich frage mich, was der Richter jetzt wohl über meine Person denkt. Was wirst du als nächstes tun, Phoenix? Ich kann nur versuchen, die Lügen aufzudecken. Das stimmt. Aber du weißt, dass das für unseren Mandanten sehr schlecht sein wird, oder? Ich bin so verwirrt. Aber eins weiß ich sicher, dass dieser Prozess noch nicht enden darf. 3, 4, 5. Da ist es. Das da brauchen wir. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Aussage, Herr de Killer. Was soll denn dieser plötzliche Unterton in Ihrer Stimme? Als Adrian Andrews das Zimmer des Opfers betrat, hatte Ihr Klient keine Ahnung, dass Juan Corrida ermordet worden war. Aber wie? Woher wissen Sie das? Durch dieses Glas, Euer Ehren. Das Glas? Herr de Killers angeblicher Klient dachte, Herr Corrida sei nur in Ohnmacht gefallen. Deshalb wurde dieses Glas Tomatensaft für das Opfer eingeschenkt. Aber ist das nicht Teil von Adrian Andrews ausgeklügeltem Plan? Das ist unmöglich, Euer Ehren. Auf diesem Glas sind die Fingerabdrücke dieser Person. Wäre dies geplant gewesen, gäbe es sicherlich keine Fingerabdrücke. Ich verstehe Ihr Argument. Herr Edgeworth, was sagen Sie dazu? Das ist seltsam. Ich hatte gerade den gleichen Gedanken. Zeuge, wie erklären Sie sich dieses seltsame Phänomen? Ist das nicht reine Zeitverschwendung, solche Kleinigkeiten zu fragen? Das ist doch ohnehin nur ein unwichtiger Punkt, oder? Ich befürchte, da irren Sie sich. Wenn Adrian Andrews wirklich Ihr Klient ist, wie Sie behaupten, dann sollte Ihr Klient über Herrn Corridas Tod Bescheid gewusst haben. Wenn nicht, dann kann das nur bedeuten, dass Adrian Andrews niemals Ihr Klient war. Bitte, Handy, bitte, klingel und bring endlich die Erlösung. Wie seltsam. Ja, hätte der Anwalt nicht längst Einspruch erheben müssen in so einer absurden Situation? Phoenix, wenn der Killer herausfindet, worauf wir hinaus wollen, sind wir in Schwierigkeiten. Ja, ich weiß. Edgeworth, du überrascht mich. Du weißt, dass solche Dinge ohne Beweise nicht einfach so behauptet werden können. Entschuldigung? Das hört sich nach einem sehr lahmen Einspruch an. Wie dem auch sei. Ich denke, dass es in der Aussage einen Widerspruch gab. Die Anklage fordert eine weitere Aussage über die Auftragsannahme. Nun gut. Im Augenblick muss ich uns mehr Zeit erkaufen. Während wir auf die Gegenstände warten, die der Killer zurückließ. Ich weiß nur, dass das Ergebnis des Prozesses von diesen Gegenständen abhängt. Diesen Auftrag bekam ich ungefähr vor einer Woche. Es war ein Auftrag nach meinem Dienst am Abend der Preisverleihung. Wir trafen uns in einer bestimmten Bar, um einiges zu besprechen und festzulegen. So war es. Ich baue auf mein Gedächtnis und glaube, dass mir kein Fehler passiert ist. Sie haben Ihren Klienten also wirklich getroffen. Das ist korrekt. Seinen Klienten zu treffen, ist der erste Schritt des Vertrauens. Ich verstehe. Nun, Herr Wright, Ihr Kreuzverhör bitte. Sie haben Adrian Andrews also persönlich getroffen, richtig? Natürlich habe ich das.
Was war das? Warum diese kurze Pause? Zeuge, ich bitte Sie, uns noch weitere Details zu nennen. Aus Prinzip treffe ich meine Klienten immer persönlich. Ich habe niemals einen Auftrag per Telefon oder Post angenommen. Und warum nicht? Weil das Vertrauen zwischen mir und meinem Klienten das Wichtigste ist. Und dieses lässt sich nur aufbauen, wenn man dem Klienten in die Augen blickt. Nun, Herr Wright, war die Aussage gerade wichtig? Warum er seine Klienten trifft, ist nicht wichtig. Ging es auch nicht. Zeuge, bitte hören Sie auf, meine Fragen zu umgehen. Was meinen Sie damit? Meine Frage lautete, haben Sie Adrian Andrews wirklich persönlich getroffen? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, Herr Wright. Ja. Als erstes, als ich ihn sah... Oh! Oh, der ist so gut. Als ich ihn sah und persönlich mit ihm sprach, konnte ich ihm vertrauen. Da dachte ich mir, ich kann diesem Gentleman mit dem festen Händedruck vertrauen. Das stimmt schon, was man über ein persönliches Gespräch sagt. Nun, Herr Wright, war die Aussage gerade wichtig? Sie war sehr wichtig. Ja, aber Adrian Andrew, gehen wir jetzt mal davon aus. Du kriegst nur von deinem Klienten gesagt, okay, wir müssen es schaffen, dass Adrian Andrews ist der männlichste Name. Adrian ist eigentlich eher ein Name, den ich nur von Männern kenne. Und ich schwöre dir, mir wäre das auch passiert. Also in dem Fall, weil, ne, du merkst halt ganz genau, er kennt Miss Andrews nicht. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit versuchen, sie sagen nicht sie, sondern sie sagen immer den vollständigen Namen. Dann habe ich ihn, euer Ehren. Ich denke, die Aussage von gerade eben war von größter Bedeutung. Hä? Wirklich? Wenn das der Fall ist, Zeuge, bitte fügen Sie Ihre Angaben von eben Ihrer Aussage hinzu. Na schön. Als ich ihn sah, wusste ich, ich kann diesem Mann als Klienten vertrauen. Und im Englischen, also, ne, ich hab ja einen englischen Walkthrough offen, damit ich euch beide Enden zeigen kann. Im Englischen ist es, from the moment I saw him, I thought I can trust this person as a client. Das heißt, da ist es gar nicht mal so auffällig, wie jetzt da. Also ich meine, ne, das ist ja schon, ne, also im Prinzip, ne, es ist nicht eine Person, es ist ein Mann. Da hast du nur dieses him. Hier hast du es halt, bäm, nimm's in dein Gesicht, weil du bist ein dummer Deutscher und anders verstehst du das nicht. Ja. Na, wo ist sie? Da hinten. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen. Sie trafen Adrian Andrews in einer Bar und nahmen dort den Auftrag an. Ja, das ist korrekt. Und dann sind Sie davon ausgegangen, dass Sie ihm vertrauen können. Wie oft muss ich mich denn noch wiederholen? Ja, das ist korrekt. Tut mir leid, aber das kann nicht sein. Was? Shelley the Killer? Sie haben Adrian Andrews noch nie getroffen. Wie kommen Sie darauf? Weil Sie einen gewaltigen Fehler gemacht haben. Was Sie angeht. Und das wäre... Was haben Sie gerade gesagt? Was Sie angeht? Hätten Sie Adrian Andrews jemals persönlich getroffen, hätten Sie mit einem Blick gewusst, dass sie eine Frau ist. Oh! Ruhe im Gerichtssaal. Herr Wright, was hat das zu bedeuten? Dieser Zeuge hat gesagt, er trifft sich mit seinen Klienten persönlich, wenn er einen Auftrag annimmt. Aber er hat Adrian Andrews nie persönlich getroffen. Stehe auf das Divers. Nein, Iro. In dem Fall bestehen wir nicht drauf. Ja, euer Ehren. Und genau das ist der Punkt. Das bedeutet, Herr de Killers Klient kann nicht Frau Adrian Andrews gewesen sein. Er läuft das Öl aus. Sehr gut.
Herr Edgeworth, ich kann Ihnen soweit folgen, aber warum sollte der Mörder einen so kapitalen Fehler begehen? Ich glaube, das ist mit Ihrem Namen zusammenhängt, Euer Ehren. Mit Ihrem Namen? Ja, Adrian Andrews ist zweifelsohne ein ziemlich androgyner Name. Na, da haben wir es doch. Ja, ich verstehe. Zum Pech für Herrn de Killer hat niemand Adrian Andrews Geschlecht explizit erwähnt. Während er im Zeugenstand war, nur das weitergehend neutrale Wort Klient. So hat er am Ende seine Lügengeschichte einfach zu sehr ausgeschmückt. Was? Was ist los? Shelley de Killer. Dieses Gericht erwartet eine Erklärung. Ich glaube, ich habe diesen Klienten mit jemand anderem verwechselt. Das heißt, Sie erinnern sich jetzt an etwas anderes. Ja, natürlich. Wenn ich meine Aussage bitte noch einmal wiederholen dürfte. Na, jetzt wird er nur noch mehr Lügen von sich geben. Vielleicht geschafft. Und gleich an dem Punkt, vor dem ich ganz, 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 ganz viel Angst habe. Na schön, aber dieses Mal sollten Sie die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit. Wir müssen wieder Floskeln nehmen. Ich weise nochmal auf Backers im Schuhkarton hin. Wow. Ne, alle die bis zum Ende des Streams durchhalten mit mir, ne, bekommen eine Chance auf diesen unglaublich coolen Schuhkarton mit viel, viel, viel Swag drin. So. Die Mel gerade Burger mit dem Green. Ich bin etwas neidisch. Ich will endlich mal den Steel Samurai Klingelton hören. Warte, das können wir einrichten. Nein, oh, nicht so. Du willst diesen Klingelton hören, du kriegst diesen Klingelton. Damit musst du jetzt leben. Dum 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 dum. Muss mal einmal gucken, ob ich ihn finde. Oh nein, ich habe noch was viel Besseres gefunden. Kann sich noch einer hier dran erinnern? Das war auch cool. Bist du der Klingelton? Nein, das war der andere Klingelton. Einen Moment, hab sofort. Wir haben Zeit, habe ich gehört. Der müsste es, glaube ich, sein, oder? Ja, ich glaube, das werde ich ein bisschen vermissen. Piep. Ah, ich muss ihn noch zurechtschneiden, damit ich ihn auch nehmen kann. Ja, der muss zurechtgeschnitten und gut geloopt werden, damit ich den auch für mich nehmen kann. Ohne dieses Klick zum Ende. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe den Auftrag mit der Post angenommen. Okay, ja, ist in Ordnung. Es kam einige Male vor, dass ich einen Auftrag annahm, ohne den Klienten zu treffen. Bei dem Auftrag ging es darum, Juan Corrida umzubringen. Und um zwei oder drei andere Dinge. Als ich den Namen am Ende des Briefes sah, dachte ich, der Klient sei ein Mann. Sie haben den Auftrag also über einen Brief angenommen.
seinen bisherigen Aufwand hat er diesen Brief nicht erwähnt. Das heißt also, er lügt. Vorsichtig, Phoenix. Wenn du die Aussage des Mörders widerlegst, ist es für uns vorbei. Ich weiß, ich darf ihn nicht misstrauisch machen, aber gut, alles in Ordnung. Fahren wir fort. Solange er mir hier gegenübersteht, kann ich ihn angreifen, wie ich will. Er wird immer eine Antwort parat haben. Nun lassen Sie uns mit dem Kreuzverhör beginnen. Zwei oder drei andere Dinge? Ja. Und was waren das für andere Dinge? Ein paar andere Dinge eben, die nichts mit diesem Fall zu tun haben. Was soll ich machen? Ihn damit durchkommen lassen? Es wäre wirklich dumm, wenn ich ihn so weit reize, dass er durchdreht. Ob die Dinge mit dem Fall zu tun haben, wird das Gericht entscheiden. Herr Anwalt. Ja. Alles, was ich bisher gesagt habe, war zum Vorteil Ihres Mandanten. Deshalb frage ich mich, warum Sie unbedingt mit dem Kreuzverhör fortfahren wollen. Könnte es vielleicht sein, dass Sie Ihren Mandanten hintergehen wollen? Das ist... Hier stinkt etwas nach Verräter. Und sollten Sie sich als einer herausstellen, warten Sie. Das sieht gar nicht gut aus. Ich sollte mein Glück nicht herausfordern und nachdenken. Soll ich weiter angreifen? Zeuge, das hier ist eine sehr ernste Angelegenheit. Bitte arbeiten Sie mit uns. Und sagen Sie uns, um was für Aufgaben es sich handelt. Wenn es wirklich so wichtig ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Die Bärenstatuette. Nach der Ermordung der Zielperson sollte ich sie finden. Es wurde mir gesagt, dass sie ebenso wichtig wäre wie der eigentliche Mord. Und wo befand sich diese Statuette? Sie war in Herrn Kukitas Koffer. Und dann, was haben Sie als nächstes getan? Ich übergab sie sofort an meinen Klienten. Sie übergaben sie an ihren Klienten? Interessant. Diese Information scheint mir sehr wichtig zu sein. Zeuge, würden Sie das bitte Ihrer Aussage hinzufügen? Ganz wie Sie möchten. Mir geht so ein bisschen, ne? Bin so ein bisschen... Shelly the Killer. Hätten Sie Frau Andrews den Bären wirklich gegeben, dann wäre dieser Gegenstand nicht darin gewesen. Dieser Gegenstand? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Yep, genau darauf will ich hinaus. Wohin sind wir gerade unterwegs? Muss ich etwa einen Koffer packen? Euer Ehren, bitte erinnern Sie sich an Frau Andrews Aussage. Und ich wollte ihn verbrennen, ihr zuliebe. Wäre der Bär auch nur für eine Minute in Frau Andrews Besitz gewesen, hätte sie den Abschiedsbrief auf jeden Fall herausgeholt und verbrannt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ach, da waren sie mit ihren Gedanken. Aber die Tatsache, dass sich der Abschiedsbrief noch immer in den Bären befand, sagt uns, dass ihr Klient mit dem Puzzle nichts anzufangen wusste. Und das bedeutet... Das bedeutet, euer Ehren, dass Adrian Andrews unmöglich der Klient sein kann. Ruhe. Herr Phoenix Wright.
Ich bin sicher, dass ich das schon erwähnt habe. Ich hasse Verräter mehr als alles andere. Ihr Kreuzverhör hat mir eines ganz klar gezeigt. Sie sind darauf aus, unsere Vereinbarung zu brechen. Nein, das stimmt nicht. Genug jetzt. Wenn Sie es so wollen, dann bleibt mir nur noch eines zu tun. Warten Sie, bitte. Meine Damen, meine Herren, bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe etwas zu erledigen. Nein, bitte. Herr Anwalt, bringen Sie diesen Prozess besser schnell zu Ende. Dann passiert nichts. Sonst... Na, was zum... Herr Wright, sind Sie... Herr Edgeworth? Ja, euer Ehren. Ich habe die Reaktion des Zeugen nicht ganz verstanden. Meinen Sie, wir sollten noch weitere Zeugen anhören oder reicht es? Nun, wir sollten... Edgeworth, wir dürfen das nicht tun. Wenn wir weitermachen, Maya, sie wird... Die Anklage, ich... Was ist denn nun mit Ihnen allen los? Sogar Sie sind... Die Anklage hat keine Einwände. Was ist denn hier los? Die Anklage hat keine weiteren Fragen, euer Ehren. Was? Nun, ich hätte nicht erwartet, so etwas jemals zu erleben. Das ist höchst ungewöhnlich. Wenn die Anklage keine weiteren Fragen mehr hat, dann hat sie es nicht geschafft, ihren Standpunkt zu belegen. Oh Gott, ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Ich habe Angst. Wenn dem so ist, dann muss ich, wenn auch nur ungerne, davon ausgehen, dass die Aussage von Herrn de Killer der Wahrheit entspricht. Das würde heißen, der Klient von Shelley de Killer ist Adrian Andrews. Herr Wright? Ja, euer Ehren. Wenn ich den Prozess hier und jetzt beende, dann würden Ihr Mandant Matt on Guard für unschuldig erklärt. An seiner Stelle würde Frau Andrews des Mordes angeklagt. Frau Andrews würde des Mordes angeklagt? Die Anklage hat keine weiteren Fragen. Das Schlussplädoyer der Verteidigung, bitte. Gerichtsdiener, bringen Sie den Angeklagten Matt on Guard in den Zeugenstand. Die Gegenstände aus The Killers Versteck sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. Wir haben es so gut versucht, wie wir konnten, aber die Zeit ist wohl jetzt abgelaufen. Ich kann es nicht glauben. Wie es ausgeht, liege ich jetzt in deiner Hand. Oh Gott, es ist halt einfach so spannend. Alter, hat sich der alte Mann endlich entschieden? Es fällt mir schwer, Ihnen einen unschuldigen und guten Menschen zu sehen. Sie haben genug Schlechtes getan, um eine Frau in den Selbstmord zu treiben. Aber zumindest, was die Mordanklage angeht, scheinen Sie unschuldig zu sein. Ha. Dann hat sogar der alte Tatergreis mich durchschaut. Herr Ongard, was für ein mieser Anwalt. Wie Sie Ihren Mandanten preisgegeben haben. Dieser Mist, erfrischend wie eine Frühlingsbrise, ist genauso mies. Ist ja auch egal. Nun plädieren Sie schon auf unschuldig. Klaviert, Herr Anwalt. Will ich die Gerechtigkeit? Oder soll ich Mayas Leben retten? Bring diesen Ongard lieber hinter Schloss und Riegel, klar? Aber wenn ich das tue, wird Maya sterben. Aber wenn ich sage, dass er unschuldig ist, wird Frau Andrews des Mordes angeklagt. Soll ich auf schuldig oder unschuldig plädieren? So oder so. Jemand muss dafür mit dem Leben bezahlen. Es hängt alles davon ab, was ich wähle. Nun denn, Herr Wright, lassen Sie uns das Schlussplädoyer der Verteidigung hören. Wenn die Person, die den Mörder engagiert hat, Adrian Andrews war, dann ist ihr Mandant, Herr Matt Ongard, unschuldig. Oh, yep. Mir geht's so richtig krass. Natürlich bin ich das. Jedenfalls verliert mein Anwalt so, wie ich es will, nicht wahr? Right.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht tun, aber ich muss mich entscheiden. Ich kann mich nicht mehr auf die Beweise verlassen. Ich muss auf mein Herz hören. Mein Mandant, Matt Engard, ist... Lieber Chat, ihr seid dran. Ist Herr Engard schuldig oder unschuldig? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ist keiner da, der abstimmen möchte. Ich bin schockiert. Ab mit dem Kopf. Okay, also, ne, Iro sagt schuldig. Wir warten auf Ihre Antwort, Herr Wright. Matt Engard, Ihr Mandant, verdient eine Antwort. Maya, es tut mir leid. Matt Engard ist... Autsch! Franziska von Karma. Was tun Sie denn hier? Au! Du verstehst es jetzt nicht wahr, Phoenix Wright? Darum solltest du niemals deine Augen von diesem gammeligen Dummkopf nehmen. Hast du sie dabei? Die endgültigen Beweise, hast du sie? Dir fällt doch wohl bestimmt etwas Besseres ein, Miles Edgeworth. Eine von Karma ist in jeder Hinsicht perfekt. Die Beweise sind im perfekten Zustand. Und keine Sorge wegen unseres Gammelfreundes. Ihm geht es gut und er ist kaum verletzt. Die Sachen sind hier drin. Was für ein schmutziger alter Mantel. Der gehört Gamschuh. Seine Lumpen erkenne ich schon von weitem. Der Anblick tut mir leid, aber es gab nichts anderes, um die Sachen einzuwickeln. Ich habe so lange und hart gekämpft. Und das alles für das Zeug, das sich in diesem dreckigen Mantel befindet. Diesen Mantel muss ein entscheidender Beweis sein. Euer Ehren, in diesem dreckigen Mantel befinden sich die letzten Beweise der Verteidigung. Die letzten Beweise? Aber die Verhandlung ist schon geschlossen. Ich muss doch nur noch ein Urteil fällen. Ich glaube kaum, dass Beweise jetzt noch vorgelegt werden. Das Ergebnis dieses Prozesses zu ändern. Ändern werden. Was? Euer Ehren, wir haben die Pflicht, jedes Beweisstück unter die Lupe zu nehmen. Ich beantrage, dass Frau von Karma gestattet wird, die Beweise vorzulegen. Sie haben wohl recht, Herr Edgeworth. Ich gebe Ihrem Antrag statt. Es darf jedoch kein Zweifel bestehen. Sollten diese Beweise nichts Neues bringen, wird das Gericht sie nicht anerkennen. Nun, Frau von Karma, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Die folgenden Beweisstücke hatte Killer mit seiner Flucht hinterlassen. Muss es ziemlich eilig gehabt haben. Ja, Euer Ehren. Der Killer hinterließ insgesamt 3 Beweisstücke. Eines der Beweisstücke, die wir sehen werden, wird die gesamte Situation zum Kippen bringen. Wie ein Wunder. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist unsere letzte Hoffnung. Der erste Gegenstand ist eine Pistole.
Hat die Pistole irgendetwas mit dem Fall zu tun? Es fehlt noch die ballistische Untersuchung, also kann ich noch nichts Genaueres sagen. Ich glaube jedoch, dass ein Zusammenhang besteht, zumindest was mich angeht. Mit dieser Pistole hat er auf dich geschossen, nicht wahr? Das vermute ich, ja. Oh. Die Kugel aus meiner Schulter habe ich jetzt eine Art Andenken behalten. Sie ist für den Test bestimmt gut zu brauchen. Das ist also die Pistole, mit der auf Franziska geschossen wurde. Die wird uns vermutlich kaum weiterhelfen. Oh Gott. Ich mach hier schon nochmal einen zweiten Spielstand. Das zweite Beweisstück ist eine Videokassette. Ich wette, der Killer hat die aus Ongards Anwesen. Hast du dir den Inhalt dieser Kassette angesehen? Leider war dazu bislang noch keine Zeit. Oh, ja. Aber ich vermute, dass diese Kassette sehr wichtig ist. Wie kommen Sie darauf? Weil er dafür extra zu seinem Versteck zurückgekommen ist. Der Killer kam deswegen extra zurück? Genau. Vermutlich wollte er sie mitnehmen. Er hat dabei drei Polizisten verletzt. Aber irgendwie haben sie es geschafft, die Kassette vor der Killer zu schützen. Shelly, der Killer ist kein gewöhnlicher Mann. Ja, ich gerade auch. Und das letzte Beweisstück ist die Uniform des Pagen. Das ist die Uniform aus dem Hotel Gatewater. Wurde sie während des Verbrechens getragen? Da bin ich mir fast sicher. In einer der Taschen befindet sich sogar ein paar schwarze Lederhandschuhe. Kein Zweifel, der Killer trug diese Uniform am Abend des Mordes. Eins fand ich an dieser Uniform besonders interessant. Und das wäre? Es fehlt ein Knopf. Ein Knopf? Es ist ein ziemlich einzigartiger Knopf. Wenn wir den wiederfinden würden, hätten wir bestimmt einen entscheidenden Hinweis. Moment. Okay, schade. Hätte ja jetzt sein können. Mehr kann ich euch nicht vorlegen, euer Ehren. Das hatte ich mir schon gedacht. Und was, wenn ich fragen darf, euer Ehren? Ich bin mir sicher, unter normalen Umständen wären diese Gegenstände von Shelly the Killer versteckt sehr wichtige Hinweise. Aber die Frage lautet nicht, wer hat den Mord begangen? Sie lautet, wer ist der Klient? Ja, das stimmt. Und darüber sagen uns diese drei Gegenstände gar nichts. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit, Frau von Kammer. Sie dürfen sich jetzt setzen. Warten Sie, euer Ehren. Bitte erlauben Sie mir, diese neuen Beweise näher anzusehen. Abgelehnt. Das Gericht hat bereits alle nötigen Beweise für ein Urteil. Wunderbar, absolut perfekt. Dieser Richter ist einfach brillant, nicht wahr? Ist das das Ende? Phoenix? Ich wusste es. Es gibt kein Wunder auf dieser Welt, oder? Da liegst du falsch. Ich glaube, die gibt es. Aber du musst selbst dafür sorgen, dass diese Wunder noch auch eintreten. Du bist so weit gekommen. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Aber ganz egal, wie man es auch betrachtet, es ist... Versuch es, um meinetwillen. Denk einfach einen Moment lang nach. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dieser Situation herauszukommen. Zwei. Die erste. Ongard muss unbedingt schuldig gesprochen werden wollen. Hä? Der Killer wird die Wünsche seines Klienten immer voranstellen. Wenn Ongard selbst verurteilt werden will, lässt er seine Geisel gehen. Da könntest du recht haben, aber das ist unmöglich zu schaffen. Die zweite Möglichkeit ist, du musst den Killer dazu bringen, seine Abmachung mit Ongard zu kündigen. Wenn der Killer Ongard nicht mehr als seinen Klienten ansieht, wird er Maya laufen lassen. Mir, das ist noch unmöglicher. Er ist ein Mann,
der sich immer voll und ganz in den Dienste seiner Klienten stellt. Ich weiß, dass beides auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Aber wenn du eine der beiden Möglichkeiten nutzen könntest, hättest du dein Wunder. Das größte Problem ist, dass der Richter bereits abgelehnt hat, weitere Beweise anzunehmen. Die Sachen, die gerade vorgelegt wurden, er nimmt sie nicht an. Phoenix, betrachte das Ganze doch mal von der anderen Seite. Hat uns das nicht immer geholfen? Von der anderen Seite? Moment mal, meint sie etwa, du meinst, ich soll den Spieß umdrehen. Phoenix, der Richter, sagte, er braucht die Beweise nicht. Wenn das stimmt, wer braucht sie dann? Die Person, die die Beweise braucht. Verteidigung, Anklage und der Richter. Alle haben die Beweisstücke gesehen und genau darum kennen wir die Wahrheit. Aber es gibt noch ein paar Leute, die die Beweisstücke noch nicht gesehen haben. Und diese Leute kennen die Wahrheit noch nicht. Diese Wahrheit, vielleicht bringt sie am Ende das Wunder. Es bestehen keine Einwände, nicht wahr? Dann werde ich jetzt mein Urteil verkünden. Warum lehnen wir uns nicht einfach zurück und spitzen die Ohren, Kinder? Gott, ich habe ein wenig Angst. Wo ist denn jetzt sinnvoll zu speichern? Eigentlich will ich gerade gar nicht speichern. Komm, Speicherstand 4. Ups. ich würde als erstes aufs Bad Ending gehen wollen. Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Herr Wright. Dieses Gericht braucht keine weiteren Beweise. Ich sage ja auch nicht, dass wir es sind, die Beweise brauchen, Euer Ehren. Dann wollen Sie die Beweise dieser Person zeigen? Ja, Euer Ehren. Bitte, Euer Ehren. Herr Wright, wenn Sie mich derartig darum bitten, werde ich Ihnen noch eine Chance geben. Eine Chance? Bitte zeigen Sie die Beweise der Person, die Sie für die richtige halten. Das geht nicht. Das ganze Sache ist nur ein Versuch herumzudrehen. Ein Versuch? Mehr nicht. Ich muss es versuchen. Ich muss versuchen, mich zu erinnern. An allem, was bis zu diesem Punkt passiert ist. Puh. Okay, wir machen erst das Bad Ending, ja? From here on, you are going to go through two different endings, a good ending and a bad ending. If you want to see both endings, it's highly recommended that you see the bad ending first. Here are the requirements for the bad ending. If you are at the part where you are going to present someone something, present something other than Shelley the Killer's profile, the videotape. Warte. Present something other than Shelley the Killer's profile. The videotape, and also why On Guard wanted to blackmail you. Okay. Denk nach, Phoenix, denk nach. Ich muss einen Weg geben, Maya zu retten und gleichzeitig On Guard auszuschalten. Nun, Herr Wright, lassen Sie uns keine Zeit mehr verschwenden. Wem möchten Sie die Beweise vorlegen? Ich verstehe. Und jetzt? Sagen Sie dem Gericht, welches Beweisstück Sie dieser Person zeigen möchten. Oh, verdammt. Schon verkackt. Ich hoffe, eins falsch reicht. Nun, was meinen Sie, Herr Etrus? Ich habe dazu nichts zu sagen. Und Sie, Frau von Karma? Nun, ich wurde kürzlich angeschossen, also tut mir leid. Aber ich kann die Verteidigung nicht erlauben, fortzufahren. Was?
Hier versteht keiner mehr, was Sie eigentlich sagen wollen. Warten Sie bitte noch einen Versuch. Es reicht mir, Herr Wright. Ich werde jetzt mein Urteil sprechen. Dieses Gericht befindet den Angeklagten Herrn Mettongard für nicht schuldig. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Und so endete der Fall. Ich rannte aus dem Gerichtssaal und ging alleine durch die Straßen. Maya sah ich niemals wieder. Der Killer steht zu seinem Wort, also bin ich mir sicher, dass er sie laufen ließ. Das Urteil im Prozess gegen Frau Andrews folgte nur wenige Tage später. Natürlich wurde sie schuldig gesprochen. Das Wunder, das niemals ist niemals eingetreten. Vielleicht sollte es das auch niemals. Denn Wunder gibt es nicht. Ende. Keine Gerechtigkeit. So, das Bad Ende haben wir. Gut. Auf zum Good Ending. Wem möchten Sie die Beweise vorlegen? Ich verstehe. Und jetzt sagen Sie dem Gericht, welches Beweisstück Sie dieser Person zeigen möchten. Nun, was sagen Sie dazu, Herr Edgeworth? Ich denke, es ergibt Sinn, dem Zeugen dieses Beweisstück zu zeigen. Gerichtsdiener, bringen Sie das Funkgerät von vorhin. Gut, sieht so aus, als hätte ich ihn erreicht. Maya, ihr geht es gut, nicht wahr? Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen dafür sorgen, dass der Prozess bald beendet ist? Verstehe ich das richtig? Sie möchten mir ein Beweisstück zeigen? Ja, eins, mehr nicht. Ich habe hier eine Videokassette. Sie wurde in Ihrem Versteck gefunden. Sie sollen drei Polizisten verletzt haben, als sie sich zurückholen wollten. Das bedauere ich sehr. Aber mein Klient wollte es so. Ich sollte diese Videokassette schützen. Das dachte ich mir. Leider habe ich das nicht ganz geschafft. Wissen Sie, was auf dieser Videokassette zu sehen ist? Mein Klient warnte mich davor, sie mir anzusehen. Ich habe also absolut keine Ahnung. Nun, Sie sind auf diesem Band zu sehen. Ich? Am Tatort befand sich eine Videokamera. Die Tat wurde aufgezeichnet. Was? Stimmt das, Herr Wright? Wer hat diese Kamera platziert? Nun, die einzige Person, die die Kamera am Tatort platziert haben kann, wäre natürlich dein Klient. Also Adrian Andrews. Seien Sie ruhig und hören Sie zu, Euer Ehren. Ja, Sir. Ihr Klient nannte Ihnen Ort und Zeit für das Verbrechen, nicht wahr? Ja. Er tat das, weil er Sie filmen wollte. Davon wusste ich nichts. Herr Wright, warum sollte mein Klient so etwas machen wollen? Ich würde gerne wissen, warum. Warum filmte Matt on Guard den Tatort? Der Grund, weshalb es tat, führt mich aus dieser misslichen Lage heraus. Es gibt nur einen Grund, warum dein Klient heimlich den Tatort filmen würde.
um sie erpressen zu wollen. Ihr Klient hat mir etwas höchst Interessantes gesagt. Als wir über sie redeten, sagte er... Aber ich bin kein Schwächling. Ich glaube keinem. Schon gar nicht einem Killer. Na, kommen Sie, Herr Wright. Killer schrecken doch nicht vor Erpressung zurück. Ja, genau, hier kommt das Video ins Spiel. Kann sich hier gut speichern, ja. Damit kann ich ihn immer im Zaun halten und sogar erpressen, wenn ich möchte. Ihr Klient vertraute Ihnen kein bisschen. Er wollte Sie mit diesem Video erpressen. Was sagen Sie dazu, Shelley the Killer? Oh. Oh. Es sieht so aus. Es sieht so aus, als wäre ich von Anfang an hintergangen worden. Ja, von einem Naturtalent. So sind diese Leute nun mal. Ihr Klient ist jemand, der die Menschen um sich herum benutzt und manipuliert. Um sich vor allen Gefahren abzusichern, die auf ihn lauern könnten. So denkt ihr Klient wirklich. Ich habe eine Frage an den Zeugen. Ja. In ihrer Aussage haben sie eine bestimmte Sache mehrfach wiederholt. Sie sagten, dass sie Verräter mehr hassen als alles andere. Ja, das stimmt. Aber was ist, wenn ihr eigener Klient ein Verräter ist? Was würden sie dann tun? Das ist doch klar. Ich würde die bestehenden Vereinbarungen brechen. Und dann würde der Klient mein nächstes Ziel werden. Für die Ehre des Namens The Killer. Selbst wenn es eine Ewigkeit dauern würde. Ich würde dieser Person bis ans Ende der Welt folgen, um sie zu bestrafen. Muss man eben wieder speichern. Ich verstehe. Mehr wollte ich nicht wissen. Der Verräter wurde also The Killers nächstes, würde also The Killers nächstes Ziel werden. Ah, jetzt verstehe ich. So könnten wir diesen Fall umdrehen. Herr Wright? Ja. Meine Vereinbarung mit meinem Klienten ist ab jetzt null und nichtig. Ich habe jetzt wohl eine neue Aufgabe. Ich werde Ihnen Ihr geliebtes Ding zurückgeben. Was zum... Ich bin noch kein Ding! Piep. Maya, und ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Gott sei Dank. Der Prozess scheint zu Ende zu sein. Aber ich weiß nicht, was das gerade zu bedeuten hatte mit dem Klienten und dem Zeugen und... Na, Frau von Kammer, wo kam das? Sie hat sie stets im Blick. Jetzt ist es an der Zeit, endlich ein Urteil zu sprechen. Ich möchte gerne hier nochmal einmal speichern. Oh Gott, wir sind gleich schon... Was machen wir denn? Wir haben nur 2 Stunden gebraucht. Muss mir gleich noch was überlegen. Herr Ongard, es sieht so aus, als hätten Sie bekommen, was Sie wollten. Sie bekommen den Freispruch, den Sie so sehr gewünscht haben. Sie sollten froh sein. Aber zuvor möchte ich eins nicht unerwähnt lassen. Demnächst werden Sie Besuch von einem betrunkenen Profimörder bekommen. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass der Mann sein Handwerk gut beherrscht. Sie werden es sicher verstehen, was ich meine, wenn Sie sich dieses Video ansehen. Hilfe? Nun, euer Ehren, das Urteil, wenn ich bitten dürfte. Haben Sie noch irgendwelche Einwände, Herr Wright? Wir haben endlich das Ende einer langen Schlacht erreicht. Ob er nun verurteilt oder freigesprochen wird, für ihn gibt es kein Entkommen. Na los, Phoenix. Plädier auf das, was dein Herz dir sagt. Ach, verdammt, ich wollte schon... So. Ich will es nur einmal machen. Ja? Weil es gibt...
Ne, ich möchte den. Mein Glückwunsch, Herr Matt en Garde. Sie sollten jeden Augenblick genießen, der Ihnen noch bleibt. Euer Ehren, diese Verteidigung plädiert wie immer auf nicht schuldig. Na schön. Dieses Gericht befindet den Angeklagten Herr Matt en Garde für. Moment mal! Bitte warten Sie. Was ist denn? Bei einem Freispruch werde ich umgebracht. Ich bin. Nein! Schuldig! Hat er sich gerade das Gesicht zerkratzt? Es scheint, als hätten wir, wie immer, die Wahrheit aufgedeckt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie dabei mitgeholfen hätten. Herr Edwards, wie geht es Matt en Garde? Ich habe Frau von Karma mit seiner Inhaftierung beauftragt. Bestimmt genießt er im Moment das komplette Lederpatschprogramm. Ich liebe Franziska. Oh, ich liebe sie so sehr. Es ist eine Hassliebe, aber ich liebe sie. Sehr gut. Das war ganz schön knapp, nicht wahr, Zeugin? Ja. Ich werde meinen Fehler wieder gut machen, euer Ehren. Bei diesem Prozess stand ich zum ersten Mal im Zeugenstand und dabei fühlte ich mich so hilflos. Sie spricht wohl davon, als Edwards auf sie losging. Sie möchte ihm dafür wohl dafür vergeben. Diese Zeugin, wie soll ich es am besten sagen, sie hat eine Krankheit. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie den Tod wählen würden, geht mich das nichts an. Aber als ich so allein in der Strafanstalt saß, habe ich zum ersten Mal mich selbst gesehen und erkannt, wer ich eigentlich bin. Und heute, als Sie beide mit vereinten Kräften Matt Schuld bewiesen, da fühlte ich, dass ich gerettet war. Wow, das ist das erste Mal, dass ich Sie lächeln sehe. Ich bin wirklich froh darüber, dass Sie beide an diesem Fall beteiligt waren. Ich weiß einfach nicht, wie ich beschreiben kann, was ich im Moment fühle. Es ist das erste Mal, dass ich mit mir selbst im Reinen bin. Ich danke Ihnen allen von ganzem Herzen. Sieht so aus, als hätten wir nun alles aufgeklärt. Es gibt nur noch ein paar Dinge, die mir noch nicht ganz einleuchten, aber alle scheinen mit dem Ausgang zufrieden zu sein. Und das reicht mir. Das ist alles, die Verhandlung ist geschlossen. Du warst großartig, Phoenix. Was ich getan habe, war doch richtig, oder? Zum ersten Mal wurde dein Mandant nicht freigesprochen. Du hast selbst für seine Verurteilung gesorgt, aber du musst dich jetzt wieder auf das konzentrieren, was am meisten zählt. Und du hast gelernt, dass es um mehr geht, als nur um einen nicht schuldig, oder? Ja, das habe ich. Phoenix, denk noch mal einen Augenblick zurück, als Frau von Karma mit den letzten Beweisstücken eintraf. Denk an die unglaubliche Entscheidung, die du treffen musstest. Ich kann mich nicht mehr auf die Beweise verlassen, ich muss auf mein Herz hören. Will ich die Gerechtigkeit oder soll ich Mayas Leben retten? Mein Mandant, Matt en Garde, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Das war die Frage. Und deine Antwort zeigt, was es für dich bedeutet, Anwalt zu sein. Right. Edward, ich habe gute Neuigkeiten. Maya ist in Sicherheit und im Schutz der Polizei. Wirklich? Pearls, ist das wirklich die Wahrheit, Herr Edward? Ja, sie ist absolut sicher. Sie ist im Moment in einem Streifenwagen hierher unterwegs. Ja, mystische Maya, die mystische Maya ist gerettet. Sie haben es geschafft, Herr Nick. Autsch.
Für ein Kind hat sie einen ziemlich kräftigen Bums. Ich habe ihnen vertraut. Ich habe immer wieder zu mir gesagt, Herr Nick rettet sie. Herr Nick rettet sie. Danke. Oh, was ist denn? Frau von Karma. Wegen vorhin, danke. Au, warum lächelst du noch, Phoenix Wright? Du hast verloren. Deine perfekte Prozessbilanz hat nun einen schwarzen Fleck. Und trotzdem, geht es dir gut? Ich schätze, das wirst du wohl nie verstehen, Franziska. Ich finde es so süß, dass sie sich auf einmal alle duzen. Wie kannst du es wagen? Keine Sorge. Auch sie wird's irgendwann kapieren. So war ich bis vor einem Jahr auch. Edgeworth. Für meinen eigenen Erfolg und für Verurteilungen. Ich benutzte jeden dreckigen Trick der Welt. Meine Bilanz blieb sauber. Aber dann tauchte ein Mann auf und leistete meinem egoistischen Selbst gehörigen Widerstand. Ich bekämpfte ihn wie immer und schmeckte meine erste Niederlage. Es fühlte sich so an, als hätte ich deswegen alles verloren. Und dann? Es war an mir, auf der Anklagebank zu sitzen. Und ich wurde gerettet von der Person, die ich jetzt meinen Feind betrachtete. Ich konnte mir das alles nicht verzeihen, deshalb verließ ich die Staatsanwaltschaft. Und ich hinterließ die Notiz, Staatsanwalt Mike Edwards wählt den Tod. Das hättest du tun sollen. Ein Staatsanwalt, der eine Niederlage erleidet, sollte sich verkriechen und sterben. Aber so ist das nicht gekommen. Als ich die Staatsanwaltschaft verlassen hatte, wurde mir etwas klar. Und das war dieser Moment Klarheit, der alles veränderte. Was für ein dummer Unsinn. Die Staatsanwälte versuchen, den Angeklagten mit allen Mitteln anzugreifen. Aber jedes Mal, wenn ich es tat, egal wie verzweifelt die Lage auch war, statt aufzugeben, wie die meisten Leute, war dieser Mann stark durch seine grenzenlose Hoffnung. Und dann, bevor es mir klar wurde, vertraute ich ihm ebenso. Was? Du hast deinem Feind vertraut? Wie viele gemeine Tricks man auch anwendet. Die Wahrheit findet immer einen Weg ans Licht. Wir können nur mit dem kämpfen, was wir wissen und besitzen. Die Widersprüche Stück für Stück offenlegen. Das ist nicht leicht. Wir klammern uns dabei an jeden Strohhalm. Aber wir erreichen stets das eine Ziel, die Wahrheit. Das kann ich versprechen. Die Wahrheit? Ja, das ist der Grund, warum es Staatsanwälte und Verteidiger gibt. Aber ich bin sicher, dass du das bereits wusstest, nicht wahr, Wright? Darum konntest du mir auch nicht vergeben. Diesem Mann, der sich versteckt hat, oder? Diesem Mann, dem nur sein Sieg wichtig war, der sich im Dunkeln verkroch. Ah, hat Herr Edgeworth recht, Herr Nick? Du hast mich tatsächlich enttäuscht. Als du verschwandest, kam ich mir betrogen vor. Ich bin deshalb ein Anwalt geworden, weil ich an etwas geglaubt habe, was du mir vor vielen Jahren gesagt hast. Und du hast deine eigenen Worte betrogen. Darum fasste ich vor einem Jahr einen Entschluss. Nein, das war nicht Phoenix als Kind, das war Edwards als Kind. Ich entschied, dass Miles Edwards gestorben war. Für mich, meine ich. Du erbärmlicher Dummkopf. Frau von Karma. Ich kann dieses schreckliche Gejammer dieses traurigen Verlierers nicht mehr hören. Eine von Karma ist dazu bestimmt, perfekt zu sein. Miles Edgeworth. Du bist es nicht mehr wert. Du bist es nicht mehr wert, einen von Karma zu sein. Und ich auch nicht.
Es ist aus. Alles ist aus. Franziska hat da gerade etwas fallen gelassen. Das ist ein elektromagnetischer Empfänger. Damit hat sie damit nicht Inspektor Gamschuh aufgespürt? Ich bringe ja später ins Polizeirevier zurück. Da ist noch etwas. Ah, ist das nicht Frau von Kammers Peitsche? Ich werde nie wieder in einen Gerichtssaal betreten. Ich wette, das will sie damit sagen. Behalt das, Wright. Okay. Nick! Maya! Mystische Maya! Mystische Maya! Oh Nick, ich wusste, dass du es schaffen würdest. Du hast Angard überführt, so wie ich es die ganze Zeit über wusste. Und du hast mich gerettet. Aber es war doch klar. Du weißt doch, dass ich dich niemals im Stich lassen würde. Wir hatten jede Menge Glück. Du darfst dich glücklich schätzen, hier zu sein. Was soll's, was soll's. Es ist vorbei, nicht wahr? Und wäre ich draufgegangen, wäre ich eben durch Pearlys Geist zurückgekehrt und hätte dich heimgesucht. Wäre das wirklich so einfach gewesen? Vielen Dank, Nick. Keine Ursache. Maya. Oh, Herr Edgeworth. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Sie scheinen echt Fortschritte gemacht zu haben, Herr Edgeworth. Nun, ich hoffe, ich habe mich im Vergleich zum letzten Jahr verändert. Knurr. Gut, lasst uns von diesem deprimierenden Ort verschwinden. Hä? Wohin denn? Essen, Nick, essen, futtern, mampfen, ich verhungere. Bei meinem Hunger siehst sogar du für mich wie ein feiner, saftiger Burger aus, Nick. Wie ein Burger. Ich bin aber mindestens eine Hochrippe. Kommen Sie, Herr Edgeworth, bitte. Wenn du darauf bestehst. Gut, dann statten wir doch unserem Burger-Stammlokal einen Besuch ab, oder? Sei nicht albern, Nick. Hä? Dieser Fall hat mir ein leckeres Gourmet-Essen verdorben. Das möchte ich jetzt mit einem Festessen ausgleichen. Mit einem Festessen? Komm schon, Nick. Essen! Hey, Junge. Tut mir leid, wenn ich dich warten ließ. Gamschuh, geht es Ihnen gut? Ja. Aber das ist mir echt peinlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Telefonmast rammen würde. Einen Telefonmast. Dann war es doch keine rote Ampel, die ihn... Du hast es wieder einmal geschafft, Stadtjunge. Ob was ihr glaubt, mein armes, altes Herz bleibt mir stehen. Kein Witz. Ja, das war aufregender als die allerletzte Folge vom Stil-Samurai. Danke. Und Sie, die hochnäsige Staatsanwalt... Sie haben es Herrn Wright echt voll gegeben. Werden Sie mal schnell netter zu ihm, sonst gibt's was auf die Mütze. Heute schon. Ich werde dran denken. Na dann mal los. Stellt euch alle hübsch zusammen. Ihr bekommt jetzt ein Bild von einer echten Profi-Fotografin. Lotte hat sich anscheinend eine neue Kamera gekauft. Nun Junge, wenigstens können wir diesen schmutzigen Fall zu den Akten legen. Na los, heute Abend geht's nur ums Essen. Schieben wir uns was rein, Junge. Amen, Junge. Amen. Wenn es genau nimmt, Inspektor, haben Sie uns den Tag gerettet. Hä? Ich? Meinen Sie wirklich? Er hat recht. Hättest du nicht diese drei Gegenstände gefunden, wäre der Prozess anders ausgegangen. Ja, nun, wissen Sie... Hä? Moment mal. Das ist seltsam. Als ich mit den Sachen aus The Killers Versteck kam, waren es noch vier Dinge. Was? Vier? Ja, ganz sicher. Einen Gegenstand habe ich in meine Manteltasche gesteckt. Es gab einen vierten Gegenstand? Ach, komm schon. Es ist vorbei. Mensch, ich sag's dir, du bist echt was Besonderes. Erst eine Anklage wegen Mordes, dann eine Entführung. Bei dir ist immer was los, oder? Meinen Sie?
warum macht sie dabei so ein glückliches Gesicht? Aber 2 Tage lang eingesperrt zu sein, hattest du gar keine Angst? Doch, ich hatte Angst. Ich fühlte mich so hilflos. Und um auf andere Gedanken zu kommen, habe ich ein Bild gemalt. Klingt nach einer echt harten Zeit, Mädchen. Und wo ist das Bild? Ja, ich will es auch sehen. Ich will das Bild der mystischen Maya sehen. Irgendwie habe ich es wohl verloren. Oh, das ist aber schade. Ach, ist schon gut. Es war ohnehin nicht so wichtig. Na, es ist schön, die beiden wieder, gemeinsam lachen zu sehen. Was ist das, Edgeworth? Das Ding hier empfängt irgendwas. Ah, das ist Frau von Karmas Empfänger. Dank ihr hatte ich das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Ich kann nicht fassen, dass sie mir einen Sender verpasst hat. Seltsam. Obwohl du direkt neben uns stehst, zeigt der Empfänger eine andere Richtung an. Oh, vielleicht gibt es eine Störung oder so. Nun, macht ja nichts. Ich muss jetzt aber leider los. Ich habe noch etwas zu erledigen. Hä? Aber Herr Edwards, Sie haben doch noch gar nicht gegessen. Und du hast schon viel zu viel gegessen, du Vielfraß. Es hat Spaß gemacht. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt. Warte. Was ist? Ich wollte nur sagen, danke, Edwards. Du hast mir echt geholfen. Wenn hier jemand Danke sagen sollte, dann bin ich es, Wright. Ich finde, Worte alleine reichen nicht aus. Gibt es irgendetwas, das ich ihm geben könnte, um meine Dankbarkeit auszudrücken? Was ist das? Danke. Das ist der Verdienst von euch beiden. Von dir und ihr. Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Ich habe nur meine Arbeit getan. Herr Edwards ist wohl gegangen, Herr Nick. Hey, mystische Maya. Ja, Pearly. Ich schätze, ihr beiden könnt jetzt wieder die Verliebten spielen, nicht wahr? Du und Herr Nick, meine ich. Pearly, jetzt hör bitte auf, du bringst mich in Verlegenheit. Jedenfalls, wer bezahlt denn nun dieses prächtige Abendessen? Als wäre das nicht schon längst klar. Lass uns alle Danke zu Nick sagen, hä? Ja, ich kann mir langsam nicht mal mehr Fertignudeln leisten, Junge. Ich habe also schon mal deinen Namen auf die Rechnung setzen lassen. Hä? Ja, irgendwie geht's mir da ähnlich. Da war dieser Fotoladen im Hotel und da habe ich mir dieses schnucklige Prachtstück für satte $3000 gekauft. Hä? Übrigens, ich gehe davon aus, dass das auf deine Rechnung geht. Hä? Ist das nicht toll, Herr Nick? Ja, Nick. Warum möchte ich gerade am liebsten schreien? Ach, halt dich bloß nicht zurück. Genau, Junge. Lass alles raus. Ja. Dann höre ich endlich mal dein wahres Ich. Na los, ist eine Weile her seit dem letzten Mal. Zwischendurch war ich Geisel und so. Na gut, wenn es alle so wollen. Ah, schön. Du hast wirklich um mich gekämpft, Nick. Ich musste diesen Brief verstecken, aber ich wusste, du würdest ihn finden. Ich fühle mich, als hätte ich in letzter Zeit am Abgrund gelebt. Ich meine, ich bin dem Tod 3-mal entkommen. Ziemlich cool, hm? Wie ein Profi. Ich bin so glücklich, dass Sie die mystische Maya gerettet haben, Herr Nick. Und ich bin so glücklich für Sie beide. Übrigens, dieses Hotel ist angeblich echt beliebt für Hochzeitsreisen. Also habe ich für Sie beide was reserviert. Für den Fall. Nun, Junge, ich bin wohl wieder mit dabei. Herr Edwards hat ein langes Gespräch mit dem Chef
und ich wurde wieder eingestellt. Er hat Dinge gesagt wie, wenn der geht, ist das schlecht für die ganze Gesellschaft. Ich wusste es, Hals über Kopf voran ist der einzige Weg, Junge. Ich, Maggie Bright, werde meine Uniform heute abgeben. Ab heute bin ich Kellnerin. Da kann ich die Leute erfreuen, die zu mir ins Hotel, ins Restaurant kommen. Ich hoffe, Sie schauen auch mal vorbei, Herr Bright. $5,000 wird schon knapp, weil $3,000 waren ja schon die Kamera. Ja, suchst du einen Patienten? Ich bin Direktor Hottie. Vor kurzem, ja, das Mädchen, weißt du, hab sie nirgends gesehen. Ja, aber ich weiß noch, wenn ich sie noch heute einen Eigen sah, machte es Knall. Die Peitsche hat mir aber nicht so viel ausgemacht. Ja. Achso, okay, ja, für weiß es nicht, bei so vielen Menschen. Die Zeit ist gekommen, wir werden die Zirkuswelt beherrschen, mein Herzchen. Wir meinen es ernst, ich plane einen farmhaften Flug. Hey, Max, was meinst du, wie Simbabwe? Gibt es da Tortenbogen und sprechende Hasen? Wenn es da sprechende Hasen gibt, werden sie selbst nicht über Maus Witze lachen. Bin bereit. Keine Chance, dass meine Witze auf taube Ohren stoßen. Mein Humor wird einfach etwas zeitgemäßer. Maus Curls ist wieder da. Wir haben die neue Nummer soweit fertig. Alles bereit für den Halleluja-Chor. Sag doch was, du fängst an, dann los doch. Was ist das? Mist. Bloß so ein elektrischer Rasierer in der Ladestation. Kaum zu fassen. Echt, wie lange soll ich das denn noch machen? Haha, aber es war Edipus Idee und das heißt, dass es etwas zu bedeuten hat. Aber warum habe ich das Gefühl, die werden mich doch nicht vergessen haben, oder? Ah, früher war alles besser. Die Leute behandelten mich wenigstens wie etwas Besonderes. Sie nannten mich Königin Wendy und behandelten mich auch so. Und der Mann... Ich danke Ihnen für alles, was Sie und Herr Edwards für mich getan haben, von Herzen. Oh ja, stimmt. Ich habe von Frau von Kammer einen Brief erhalten. Sie schreibt, dass sie mich nach meiner Entlassung gerne bei mir melden will. Ich bin wirklich dankbar, dass ich Sie alle kennengelernt habe. In letzter Zeit ist es für mich in diesem Land immer schwerer geworden. Von daher werde ich mir eine kurze Auszeit genehmigen. Wenn Sie meine Dienste also in Anspruch nehmen möchten, besuchen Sie meine Homepage. Auf ein langes Leben. Ja, weil sie doch angeklagt ist für Fälschung von Beweismitteln. Hide, hast du nicht aufgepasst? Wieso fliegen wir? Wo soll's hingehen, Franziska? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Daher. Das ist... Hab gehört, dass du einer gewissen Person was untergejubelt hast. Ein Sender im Mantel oder so. Das ist wieder mal typisch für dich. Ich habe ihn dort nur platziert, weil er ihn immer trägt. Diesen dreckigen, grauen Mantel. Keine Ahnung, wie er in mein Gepäck kommt. Aber er wandert gleich in den Müll, versprochen. Oh, kein Problem. Wo wir gerade von ihm reden. Er hat mir etwas sehr Interessantes gesagt. Als ich mit den Sachen aus der Killers Versteck kam?
erfahren es noch vier Dinge. Vier Dinge? Scheint, als hätte er das vierte in seiner Manteltasche gesteckt. Er hat es da reingesteckt? Ist doch jetzt egal. Der Fall ist abgeschlossen. Was hast du jetzt vor? Das geht dich nichts an. Rennst du davon? Halt die Klappe! Du verstehst überhaupt nichts. Du kannst nicht verstehen, was es bedeutet, Manfred von Kamas Tochter zu sein. Franziska? All die Erwartungen von den Menschen um mich herum. Ich muss sie alle erfüllen. Ich muss immer gewinnen, um jeden Preis. Niederlagen kann ich mir nicht erlauben. Mein Vater war ein Genie, daran besteht kein Zweifel. Aber ich bin es nicht. Das habe ich immer gewusst. Aber ich musste eins sein. Ich musste es. Du bist vielleicht kein Genie wie dein Vater, aber du bist eine Staatsanwältin. Das warst du und wirst du immer sein. Nein, das bin ich nicht. Nicht mehr. Ich habe sogar meine Peitsche weggeworfen. Wo wir gerade davon reden. Wright gab sie mir, um darauf aufzupassen. Wright. Du wusstest, dass das passiert, nicht wahr? Ich sage es noch einmal. Die Staatsanwälte kämpfen weder für persönliche Ehre noch für persönlichen Stolz. Ich hoffe, dass du darüber nachdenken wirst, was du mit dieser Peitsche niederschlagen solltest. Du hast dich kein bisschen verändert. Du hast dich schon immer von mir abgewendet und bist ohne mich vorangegangen. Miles Edgeworth, ich habe dich immer gehasst. Und dann war endlich meine Chance zur Rache gekommen. Wenn ich gegen diesen Mann gewinnen könnte, Phoenix Wright bezwingen könnte, dann wäre das Mädchen, das du zurückgelassen hast, besser als du. Das sollte meine Rache werden. Ich verstehe. Ich kann es nicht, weißt du? Ich kann mich nicht verändern. Ich kann nicht vergessen, was mich bis heute ausgemacht hat. Doch, das kannst du. So wie Adrian Andrews auch. Adrian Andrews? Du wolltest sie während der Verhandlung benutzen, nicht wahr? Aber du warst abhängig davon, die Taktiken deines Vaters anzuwenden, nicht wahr? Du bist hinter mir her, nachdem ich dich vor so langer Zeit allein gelassen habe. Und genau darum stehen wir jetzt hier, Seite an Seite. Aber ich habe nicht die Absicht, dich aufzuhalten. Wenn du sagst, dass du deinen Weg als Staatsanwältin aufgibst, dann trennen sich hier unsere Wege, Franziska von Kama. Nein, tut mir das nicht an! Nein! Ich bin Franziska von Kama. Glaub ja nicht, dass ich auf ewig in deinem Schatten bleiben werde. Unser Kampf beginnt erst, also bereite dich lieber drauf vor, Miles Edgeworth. Darf ich sie knuddeln, bitte? Phoenix Wright. Eines Tages, irgendwann, werden wir uns wieder gegenüberstehen. Und bis dahin, dieses letzte Beweisstück, das dich nie erreicht hat. Ich werde gut auf diesen vierten Beweis aufpassen. Du bekommst es von mir, wenn wir uns schließlich wiedersehen. Jetzt frage ich mich gerade, ob das in der Main Story irgendwann mal nochmal passiert ist. Oh. Ist das süß. Das ist die Zeichnung von Maya.
Ach, dieses Spiel. Ach, dieses Spiel. Ach, dieses Spiel. Warte nochmal. Ach, dieses Spiel. Was, Rip? Jetzt bin ich doch irgendwie traurig, dass es zu Ende ist. Hallo, Max. Es ist vorbei. Es hat sich vor allen Dingen, also ich muss halt dazu sagen, ne, dafür, dass es jetzt nur 4 Fälle waren, wir müssen ja festhalten, ne, der Vorgängerteil hatte 5 Fälle, ne. Es hat einfach so unerwartete Charakterentwicklung. Das ist halt so krass. Falsche Kavi, habe ich gehört. Da. Sonntag. So. Da heute ja irgendwie nicht so viel los ist, Mädels und Jungs, bin ich am Überlegen, ob wir das vielleicht auf morgen verschieben. Denn morgen ist angeblich Freitag, ne? Wir behalten Backers im Schuhkarton noch ein bisschen, halten es noch ein bisschen am Leben und gucken dann mal. Vielleicht machen wir es auch am Montag, ne? Und dann kann ich mir bis Montag eine schöne Aufgabe überlegen, die wir dann, ne, machen. Nebenbei, ich muss mal einmal feststellen, die Seite sieht so aus und da sieht man halt, der Karton steht schon ein bisschen länger rum, die ist ein bisschen ausgeblichen. Na, ist egal, ne? Wir verkleben den gut und dann kommt der weg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Erstmal wird es von mir den dritten Phoenix Wright Teil nicht geben. A, weil ich gerne noch was gucken wollen würde. B, weil ich irgendwie... Also ich brauche mal ein bisschen Abstand von Visual Novels, weil das ist halt immer eigentlich echt nicht so meins. Ich liebe die Phoenix Wright Reihe, aber so auf ewig kann ich das halt nicht. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Wir haben aber noch Zeit. Ich meine, das Spiel rennt nicht weg. Morgen, meine lieben Schatzis da draußen, gibt es die liebe Mail ab 18 Uhr mit World of Final Fantasy. Das ist ganz lustig. Das haben wir schon mal in einem First Look gespielt. Also für den Fall, dass ihr nicht wisst, was World of Final Fantasy ist, guckt mal auf YouTube in den VODs rein. Da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Damals noch von Pre-Stream Momo. Da habe ich noch nicht regelmäßig hier gestreamt. Das war mein allererster First Look. Der war schon gut. Damals noch aus dem alten Studio von Chris und Tamara. Ach ja, genau. Der Nightbot ist immer auf Zack. Wir sehen uns voraussichtlich, denke ich mal, am Montag wieder. Ich denke mal, Trials of Mana. Habe ich sonst noch irgendwas aktuell offen? Habe ich sonst noch ein Spiel außer Trials of Mana aktuell offen? Und Sanki Zero, was wir erstmal noch hinten anstellen? Ich glaube nicht. Ach nee, Kingdom Hearts. Montag kommt Kingdom Hearts. Entschuldigung, ich habe ja mit dem Kingdom Hearts DLC angefangen. Montag machen wir dann, gucken wir dann, ob wir es schaffen, das Kingdom Hearts DLC fertig zu spielen. Ich bedanke mich bei euch. Nein, Persona war eindeutig nicht offen. Definitiv nicht. Persona ist sowas von durch. das neue Persona ist noch nicht da. Da werden wir aber auch nur einen First Look machen. Weil ich will nicht nochmal durch die Story komplett durchspielen. Wenn man hätte hinten anhängen können, aber das funktioniert ja durch den neuen Charakter nicht. Und Scramble kommt, ich glaube, die Demo nächste Woche Freitag. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Abend. Ich guck mal, wo wir gleich hinhöstern. Wir sehen uns dann übermorgen. Bis dahin, ciao, tschüss und schönen Abend euch noch. Vielleicht bin ich gleich im Discord, wir gucken mal.